Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was ich jetzt als Einleitung sagen möchte. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur erzählen, wie mein Tag gestern war. Ich war nämlich mit dem ganzen neuen Freshman-Jahrgang, also der Freshman-Jahrgang ist der neue Jahrgang, der an diese Hinsdale High School kommt, und mit allen neuen Schülern, die generell an diese Schule kommen, hatte ich so eine Führung. Dafür mussten wir alle um 8 Uhr da sein und ich wollte jetzt einfach nur mal erzählen, was da die 3 Stunden lang so ablief. Ich weiß nicht, wie lang das Video wird, vielleicht sehr lang, also wahrscheinlich sehr lang, weil es richtig viel passiert ist und es mega hammer cool war. Und ja, ich freue mich, wenn ihr es anguckt, falls es euch interessiert. Ich habe so ein Video auch noch nicht bei irgendwelchen Austauschschülern gesehen. Ich glaube, zum einen haben die sowas gar nicht, dass sie rumgeführt werden, dass extra so ein Tag für die ist. Oder sie berichten es einfach nicht. Also ich habe es noch von niemandem gehört und deswegen hatte ich jetzt die Idee, dass ich das mal hier mache. Ich war einfach mega aufgeregt, schon viele Tage vorher. Ich hatte so schwitzige Hände, als ich dahin musste und es war einfach so aufregend. Vor allem, weil ich gesehen habe, dass da überhaupt keine Eltern mit hereingegangen sind. Also das machen die ja alles einfach so. Und dann habe ich auch mitgekriegt, wieso. Also mein Vater hat mir vorher so einen Zettel geholt, beziehungsweise mal nachgefragt, in welchem Raum das denn ist. Und dann musste ich den Raum 297 finden. Und ja, die Schule hat sehr viele Räume. Die Schule ist riesig. Da ist Raum Nummer 297 nicht. Ja, und dann war ich da, bin da reingegangen. Hunderte neue Schüler. Also im Gesamten waren wir 400 circa. Richtig voll. Und dann bin ich da reingegangen. Dann waren da so 4, 5 Leute. Die haben mich dann sofort angesprochen, haben einen total freundlich behandelt, haben einem einfach weitergeholfen, sind dann auf einen zugekommen, haben gefragt, in welchem Raum musst du, kann ich dir helfen, hast du irgendeine Frage, ich kann dich auch dahin bringen, wenn du möchtest. Und dann habe ich halt gefragt, ob die mir sagen könnten, wo mein Raum ist. Dann hat der Mann gesagt, ja, links lang, Treppe hoch und dann den ganzen Flur geradeaus. Dann bin ich zur Treppe gegangen und dann waren da auf einmal 3 Treppen. Und er hat aber nicht gesagt, welche Treppe. Dann stand da zum Glück noch eine Frau. Und dann habe ich sie einfach angesprochen, gefragt, ja, wo ist denn der und der Raum, ich muss da hin. Und dann hat sie mir netterweise weitergeholfen, dann hat sie gesagt, ja, diese Treppe, dann nach links. War es aber so, dass sie unten gesagt hat, dann nach links. Und als ich dann oben war, war die Richtung getauscht. Und dann bin ich nach links gegangen, weil sie ja links gesagt hat. Aber links war der Raum gar nicht, da liefen die Zahlen runter. Und da kam ich auf keinen Fall zu der 297. Und dann war ich schon voll unter Panik, weil ich nur noch 5 Minuten hatte und ich wollte nicht so spät kommen am ersten Tag. Und dann bin ich halt einfach in die andere Richtung gegangen, und da waren ja hunderte Schüler. Ich hätte ja nicht irgendwie der Menge folgen können, weil alle in einen anderen Raum sollten. Also es wurde alles aufgeteilt, dass immer so circa 20 Leute pro Klassenraum waren. Ja, und jeder hatte halt deswegen einen anderen. Dann bin ich da lang gegangen, habe den Raum dann zum Glück gefunden, habe mich hingesetzt und dann war da so ein Junge. Der ist aus dem Senior-Jahrgang, der hat sich dann vorgestellt, gesagt, was er hier für Kurse macht und seit wann er schon an der Schule ist, also er ist ja ein Senior. Dann sollten wir uns vorstellen und es wurde immer mehr, der Raum wurde voller, es füllte sich und der Klassenraum war einfach typisch amerikanisch und das ist so toll gewesen. Also auch so diese Tische und die Stühle, die alle so in einer Reihe waren und wo man sich dann so hinsetzen kann, dass der Stuhl so mit dem Tisch verbunden ist. Mega cool. Ja, dann haben wir uns alle vorgestellt. Und ja, dann haben sich so halt auch die anderen vorgestellt, dann konnte man schon so schauen, ja, wer ist denn Junior, wer ist Sophomore, wer ist Freshman. Dann konnte man halt schon mal probieren, im weiteren Tagesablauf Kontakte zu knüpfen. Der Junge hat dann, während er sich vorgestellt hat, also vorne, hat er die ganze Zeit aufs Handy geguckt und meinte dann so, ja, ich bin Social Media abhängig, tut mir leid. Und dann haben schon ein paar gelacht. Irgendwann kam dann so ein Junge in die Klasse und der hat die ganze Zeit dazwischen gequatscht. Und dann meinte der vorne an der Tafel, als er sich zu Ende vorgestellt hatte, dass er nicht damit gerechnet hat, dass der Klassenraum voll wird. Er hat mit einer kleinen Gruppe gerechnet und er ist jetzt ein bisschen überfordert. Und zu seinem Glück kamen dann noch 2 Mädchen und dann hatten wir sozusagen 3 Leute, mit denen wir das machen konnten. Die waren auch in seinem Jahrgang. Dann sind wir runtergegangen und durch die große Schule, da haben wir schon die anderen Klassen gesehen. Es waren hunderte Leute auf den Gängen und ich hatte noch überhaupt keine Orientierung, aber die waren ja da. Dann sind wir durch die Cafeteria, durch einen Chromebook-Raum, also da stehen so hunderte Chromebooks rum, in den Schulhof gegangen. Und der Schulhof ist umgrenzt von dem ganzen Schulgebäude, also außerhalb kommst du da nicht hin, du musst in die Schule, durch die Cafeteria, durch den Chromebook-Raum, dann ist man erst dort.
So, dann waren da auf einmal alle Klassen nach einer Zeit und dann sollten wir uns in einen riesen Kreis stellen, also jede Klasse für sich. Und dann hatten die so aufblasbare Bälle und auf den Bällen standen dann halt auf Englisch Fragen. Und dann haben die Teamer, also ich nenne sie jetzt einfach mal Teamer, die drei, erklärt, dass wir den Ball einfach rumwerfen, so dass jeder einmal rankommt. Die Frage, wenn man den Ball fängt, die Frage, die dann oben ist, muss man vorlesen und beantworten und dann einfach weiterwerfen. Bekam ich irgendwann den Ball und was war die Frage, die oben stand, die nur für mich war? Where were you born? Und dann war ich erstmal richtig glücklich, hat dann gesagt, dass ich aus Berlin komme und weitergeworfen. Nach dem Spiel wurden wir dann von den Teamer, ich glaube so 8 Leute pro Gruppe, auf die Teamer aufgeteilt, dass es halt nicht eine Riesenklasse war, sondern eine Achtergruppe, Achtergruppe, Achtergruppe. Dann sind wir in verschiedene Ecken gegangen von dem Platz und dann haben wir Fragen gestellt, beziehungsweise wir durften Fragen stellen, aber in meiner Gruppe hatte irgendwie niemand eine Frage. Ich hatte eine, aber ich wollte erstmal noch so den Satzbau überlegen. Und dann habe ich so geguckt, wer so in meiner Gruppe ist, ob ich schon jemanden kenne, noch aus dem Klassenraum, ob ich noch irgendeinen Namen weiß. Ein Mädchen kannte ich noch und dann habe ich gesehen, wer dann auf mich zukam, beziehungsweise wer dann zu der Gruppe kam. Ja, der Junge, der die ganze Zeit dazwischen gequatscht hat, dann hat er weiter genervt. Aber egal. So, da wir keine Fragen hatten, hat er dann einfach mal gesagt, ja, da ihr keine Fragen habt, werde ich jetzt einfach mal mit ihr talken. Und dann hat er mit ihr geredet, die ganze Zeit einfach so Privatgespräche, woher er kommt, woher sie kommt, was ihre Fächer sind, was seine Fächer sein werden. Und wir konnten halt gar nicht die Fragen stellen, aber irgendwann war er dann fertig. Dann habe ich halt gefragt, ob es bestimmte Vorschriften gibt für die Kleidung. Dann hat sie gesagt, da gehen die Lehrer später noch drauf ein. Dann kamen wir irgendwie ins Gespräch, also dann hat sie mich so ein bisschen was gefragt. Dann kamen wir darauf, dass ich aus Deutschland komme. Dann waren alle Augen auf mich gerichtet, ich wurde ausgefragt, ja, du kommst aus Deutschland, wieso seid ihr hier, wo genau ist Deutschland, was sind so die Städte in der Nähe dort, wie lange bleibt ihr hier, seit wann bist du hier, wo wohnst du, alles Mögliche. Und ob ich schon mal hier war, bevor wir hierher gezogen sind, ganz viel wurde ich gefragt und dann auch noch so ein bisschen über das Schulsystem von Deutschland. Nachdem ich ausgefragt wurde, kam so eine Durchsage, dass alle in den Chromebook-Raum sollen. Dort sollte sich dann jeder vor einen Chromebook setzen, damit jeder sich so einen Account einrichtet auf der Schulseite. Dann habe ich das gemacht. Rechts von mir hat sich dann ein Mädchen hingesetzt, mit der ich dann den folgenden Tag noch verbracht habe, weil sie einfach so nett war. Sie ist hier ein Junior, also ein Jahr höher als ich, ist ja aber nicht so schlimm, kann ich ja trotzdem kennen. Und sie heißt Hadley. Ja, sie war super nett, hat mir auch geholfen, falls ich was nicht verstanden habe oder ich konnte sie halt auch so fragen, was hat die Lehrerin gerade gesagt. Und dann war noch links von mir ein Platz frei und da hat sich dann der Junge hingesetzt. Weißt du, wisst ihr, er hatte hunderte PCs zur Verfügung, er konnte sich überall hinsetzen und wo setzt er sich hin? Neben mich. Ja, super. Hey, Hadley, bei ihrem Account konnte sie sich auch nicht einloggen und bei dem Typen neben mir ging es auch nicht, weil die PCs irgendwann überfordert waren, also eher die Seite von der Schule war überfordert, weil sich auf einmal 400 Leute da anmelden wollten und einen Account erstellen, da ging das nicht. Und wir sollen uns jetzt alle Montag vor der Schule, vor dem ersten Schultag, also wahrscheinlich um 7 Uhr oder so in der Schule, treffen in der Bücherei und dort werden wir das dann zusammen machen. Ja, dann von den PCs sind wir alle in so ein Theater gegangen, also da ist so ein Theater eingebaut in der Schule, weil da ja auch ein Drama-Club ist. Riesig, oben waren noch ganz viele Sitze, also es war zwei Etagen. Die Bühne war riesig und dann hatten die dann noch eine Leinwand etc. Es war einfach mega cool, dann hat sich der Schulpolizist vorgestellt. Also hier ist es so, dass jede Schule einen Polizisten hat oder manchmal auch mehrere. Die sind halt dafür da, dass sie die Schule beschützen, dass falls was verloren geht, hat er erzählt, dann sollen wir zu ihm kommen, dann kriegen wir einen Zettel, dann schreiben wir dahin, ja, hab mein Handy verloren, das ist das für ein Handy, dort habe ich es wahrscheinlich verloren, hier ist meine Handynummer, hier ist meine Adresse, mein Name, meine Klasse und hier sind die meisten wohl ehrlich und bringen das dann zu den Polizisten, wenn sie was finden und der gibt es dann denen wieder, die halt so einen Zettel ausgefüllt haben. Wenn wir aber was in der Cafeteria verlieren oder vergessen oder finden, dann sollen wir es der Küche bringen und man weiß ja, ob man beim Lunch was vergessen hat und dann geht man in die Cafeteria, holt sich das da ab und es passiert wohl jeden Tag und es soll uns auch nicht peinlich sein oder so und wir sollen einfach ehrlich sein und das abgeben. Ja, dann hat sich noch
der einen Counselor vorgestellt. Dann haben sich noch mehrere Leute vorgestellt, die da so arbeiten generell. Dann ein paar Lehrer, Schulleiter, Schulleiterin, wie auch immer. Und ja, dann haben wir, der Counselor hat erzählt, beziehungsweise gefragt, wer hat denn den und den als Counselor? Dann haben sich einige gemeldet. Wer hat überhaupt schon einen Counselor und wer noch nicht? Dann haben sich die gemeldet. Und dann meinte er irgendwann, ja, wer hat denn den und den als Counselor? Dann haben sich einige gemeldet, auch Hadley. Und dann meinte er, ja, ihr seid gesegnet. Ich guck so zu ihr rüber, lächel sie an, weil sie sich halt gemeldet hat. Und in dem Moment kommt von vorne, das bin ich. Ich dachte mir so, nein, hat er gerade nicht gesagt. Ja, dann haben wir einen Film geguckt, da drin kam unser Teamer drin vor. Und dann noch welche aus seinem Jahrgang. Und die haben halt so ein Video gedreht, wie ihr erster Freshman-Tag verlief. Und eigentlich haben sie das Video nur gemacht und halt extra für uns und uns dann auch gezeigt, damit nicht 400 Leute durch die riesige Schule gehen müssen und sich alles angucken, sondern in dem Video da rumgegangen und hat die Räume gezeigt. Dann ist er zum Beispiel gegen eine Tür gelaufen an seinem ersten Tag. Dann haben sie ihm gezeigt, wo das Krankenzimmer ist. Dann haben sie noch gezeigt, wo die Sporthalle ist. Oder Klassenräume, andere Räume, alles mögliche haben sie ihm da gezeigt. Dann wurde in dem Video noch erzählt, was so die Regeln sind und danach sind die Lehrer nochmal darauf eingegangen. Also von der Kleidung her, das hatte ich ja auch gefragt, wurde da erklärt, muss über die Schultern gehen und bei den Mädchen so weit über den Po, dass wenn sie die Treppen hochgehen, dass man nicht darunter gucken kann, dass man nicht ein Stück Arschbacke sieht, also dass man überhaupt nicht sehen kann, das ist so Vorschrift. Ausschnitt darf auch nicht so weit sein, eigentlich soll es hier einfach nur so ein ganz kleines Stück. Und meine Patentante hat mir erzählt, dass hier in Amerika die Mädchen sehr viel Wert auf Schminke legen. War ich in der Schule und allerhöchstens 10% der Mädchen sind hier geschminkt. Die meisten haben überhaupt nichts außer Wimperntusche drauf, gar nichts. Die haben nicht die Augenbrauen, kein Puder, keine Camouflage, nichts haben die drauf. Und das finde ich eigentlich voll toll, weil in Deutschland ist alles so, ja, jeder schminkt sich und wenn nicht, ist es irgendwie komisch und Außenseiter oder sonst was. Aber da ist einfach, da hat man sich komisch gefühlt, wenn man Schminke drauf hatte. Das würde in Deutschland nie so sein, aber es war halt so. Dann sind wir von dort als Klasse in die Turnhalle gegangen. Die haben ja draußen fünf Sportplätze und innen eine riesen Turnhalle. Da war dann so eine rote Laufbahn, richtig so reingeklebt, denke ich mal, falls es regnet, damit man drin joggen kann. Lief da richtig coole Musik, alles war laut, dann waren da alle 400 Leute in der Turnhalle. Rundherum an den Wänden waren Tische und in der Mitte auch noch zwei Reihen. Und an den Tischen hingen dann immer so riesen Plakate und dann stand da drauf, was da ist. Also was das für ein Club ist. Die wollten halt, dass die neuen Schüler da durchlaufen, sehen, was alles im Angebot ist. Und dann konnte man dort seine E-Mail hinterlassen, kriegt da zu der E-Mail alle weiteren Informationen. Und wenn man denn Lust hat, zu diesem Kurs zu gehen, dann ist man so vorrangig vor den anderen, die sich nicht mit einer E-Mail erst informieren lassen haben. Ja, dann habe ich da so ein bisschen rumgeguckt mit Hadley und dann habe ich da mich bei Petcare eingeschrieben, da waren Tierbilder. Und dann noch bei Red Devil Nation. Also Red Devil ist ja so unsere Schule, also so heißen die, oder Soccer Red Devil, alle heißen hier ja Red Devil, die Mannschaften. Ja, und Red Devil Nation sind so die Sachen organisieren. Das fand ich auch so cool. Ah, ich habe noch was vergessen. Das Coolste habe ich vergessen. Ja, okay, dann mache ich das jetzt schnell. Als wir am Anfang in die Klasse kamen und uns vorstellen mussten, hat der Junge uns diese mega coolen Sportbeutel ausgeteilt. Sie hat so eine Beutel, die kann man sich so auf den Rücken machen. Und dann steht hier drauf HC und dann so ein Teufel-Dreizack. Und HC steht hier halt für Hinsdale Central. Und da drin waren auch so kleine Geschenke. Einmal war da ein Flyer, also so ein Information Guide mit ganz vielen Bildern von der Schule und ein bisschen Text. War hier so ein mega cooler Kugelschreiber drin, da steht drauf Hinsdale Central Red Devil Nation. Und hier vorne dran ist einmal sowas zum Handy-Tippen, Gummiding. Und wenn man hier raufdrückt, kommt hier die Kuli-Mine raus. Gab es noch weiße und rote Stirnbänder, die waren halt schon in den Beuteln drin. Das HCHL steht für Hinsdale Central High School Red Devils. Das ist halt so ein Stirnband, weil da alle sehr viel Wert auf Sport legen. Und man muss Sport machen, außer im Sophomore, ersten Halbjahr. Und dann noch so ein Gummiding, hier steht auch wieder
der drei Zarg und hinten ist der Zettel. Und hier ist ein Kleber. Und da drin ist ein Zettel, da steht drauf, dass man hier seine Kreditkarten oder seinen Führerschein, seine Lunchkarte, alles Mögliche reinstecken kann. Wir haben kein Handyverbot in der Schule, wir dürfen das Handy benutzen beim Lunch, in der Pause, wenn wir Vertretungsstunden haben, das ist alles erlaubt, wir dürfen schreiben etc. Nur die legen halt sehr viel Wert darauf, dass niemand gemobbt wird, man darf auch Fotos machen, glaube ich. Also könnte es mit dem YouTube-Video von der Highschool in vielleicht doch was werden. Und dass man das halt auf seine Handy-Rückseite kleben soll, dann hat man seine Lunchkarte oder sowas drin, weil jeder ja sein Handy dabei haben darf. Kommen wir zurück zur Turnhalle. Oh, das Video wird lang, oder? Ja, aber egal, es ist einfach so spannend. In der Turnhalle haben wir dann... Alle wollten einem so Flyer in die Hand drücken, haben sie auch getan, hat ein bisschen genervt, weil einige Sachen interessieren einen halt nicht und dann möchte man auch keinen Flyer haben, möchte keine Informationen zu haben oder man hat die Informationen schon und es interessiert einen nicht. Ja, dann habe ich einen Flyer gekriegt, einen zweiten, einen dritten, einen vierten und einen fünften. Ja. Ja, auf jeden Fall ging es dann irgendwann wieder in das Theater und dann wurde auf der Bühne ein richtiges Theaterstück vorgeführt und zwar Bikini Bottom, also SpongeBob, der erste Freshman-Tag. Ja, dann haben die das Theaterstück gespielt und einige Szenen waren halt total lustig und dann ist der ganze Saal ausgebrochen in Gelächter, alle haben gepfiffen, gejubelt, geschrien, mit den Füßen auf den Boden gestampft und die Lehrer am Rand haben gelacht, die haben gelacht, haben geklatscht. Haben einfach mitgemacht. In der Schule in Deutschland hätte unsere Schulleiterin gesagt, nee, jetzt ist Stille oder ihr geht alle wieder in den Klassenraum. Und da ist es einfach so viel lockerer und viel, die Atmosphäre war einfach viel besser. Dann hat ein Asiate aus dem Seniorjahrgang eine Rede gehalten, hat so erzählt, wie es war, als er damals auf die Schule kam, was so gewesen ist. Dann war er im Spanischkurs, dann haben sie ihn, weil er alles so interessant fand und es hier hunderte Kurse gibt, dann war er halt im Spanischkurs, dann haben die ihn vollgelabert und hat am Ende nur gesagt, Dito ist gegangen und kam nie wieder, weil er einfach überfordert war und es ihm dann doch nicht mehr so viel Spaß gebracht hat und er da nicht reingekommen wäre, weil die schon so gut waren. Dann hat er gesagt, dass er uns Glückwünsche mit auf den Weg gibt und dass alles super wird, dass Red Devil, also die Highschool, ist einfach eine Familie und jeder hilft jedem, alle sind nett und niemand wird ausgeschlossen oder gemobbt, zählt und hat dann noch gesagt, dass das heute unser erster Schultag ist, nicht nächste Woche Montag, wo es richtig losgeht, sondern dass das unser erster Schultag ist, haben auch die Lehrer gesagt, also hatte ich schon meinen ersten Schultag, okay. Und ja, danach war Schluss, dann konnten wir nach Hause gehen und dann kam Mama auf den Weg, weil ich nach, also wir haben erst ein Auto, wir haben schon ein Auto gekauft, ja. Ich freue mich immer noch, auf diese Schule gehen zu können und dieser Tag hat mir die Angst genommen, also ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich mich nicht zurechtfinde, dass ich niemanden fragen kann und ja, das wurde halt so, mir wurde die Angst dadurch genommen und das finde ich eigentlich relativ gut. Und tschüss und bis zum nächsten Video.